שלום עליכם. Wir lernen Sefer Chassidim von Rabbi Yehuda Chassid aus Speyer, Deutschland, später in Regensburg. Heute Seif, Paragraph 1036. Wenn einer kommt zu dir und fragt dich folgende Frage: Ich hab Geld zu geben, Zdaka, Spende. Soll ich es geben zu einer Sofer, zu schreiben Sefer Torah? Soll ich es geben zu einem Schreiber, zu schreiben eine koschere Torahrolle? Oder soll ich es geben zu guten Armen, die haben keine Kleidung, Sommer oder Winter? Sag ihm, wenn einer kommt zu dir und fragt ihm, dass Jeschaja Hanovi, Prophet Jeschajau, hat gesagt in Kapitel 58,7, Ki tir'e Aaron v'chisito, wenn du siehst ein Nackter, sollst du ihm Kleider kaufen. Normalerweise soll man schreiben in Grammatik, v'techase Aaron, du sollst die Nackten bekleiden, nicht Ki. Was bedeutet Ki? Er kommt zu sagen, wenn du hast freie Wahl, alternativ, du hast Geld für eine von beide. Wenn einer hat Geduld, wenn einer hat genug, soll er geben für beide. Aber wenn einer hat, sagen wir, kommt zu ihm ein Armer und er will, der Arme will einen Mantel. Ein guter Mantel kostet 200 Euro. Oder er will kaufen eine Seite in die Torahrolle. Was soll er machen? Sagt er, wenn du siehst einen Nackter, sollst du ihn bekleiden mit Geld und nicht herausgeben das Geld, zu schreiben Sefer Torah. Deshalb, vekisito davka, also speziell ihm zu bedecken und nicht ausgeben das Geld in eine andere Mitzwa. Also Prioritäten von armer Mann, Winter, Mantel oder Kleider oder Sefer Torah, Le Sofer, weißt du, was zu beantworten, wenn jemand dich fragt.